Elektrosmog, eine unsichtbare Gefahr. Wir sind umgeben von zigtausenden von Elektrosmogquellen. Wie wirken sie? Welche Gefahr stellen sie dar? Wie können wir uns schützen? Damit wollen wir heute mit Herrn Morettoni und Frau Anders sprechen. Herzlich willkommen, liebe Frau Anders. Herzlich willkommen, lieber Herr Morettoni. Danke, dass Sie zu uns nach Leipzig ins Studio gekommen sind. Elektrosmog, Lichtharmonie, das sind unsere Themen. Elektrosmog ist die große Gefahr. Lichtharmonie ist das, was Sie als Schutz anbieten. Bevor wir in Ihre Produkte einsteigen, die auch einmal ein bisschen besprechen, vorzeigen, was für eine Gefahr ist denn Elektrosmog eigentlich? Wie macht sich das bemerkbar? Was ist da los? Ja, es ist ja so, dass viele Leute sagen, der schleichende Tod. Und durch Elektrosmog, durch Funkwellen, durch Mobilfunkverstrahlung können praktisch alle Krankheiten entstehen. Und durch Elektrosmog können alle Krankheiten entstehen. Entschuldigung, dass ich es wiederhole. Ja, ich will sicher. Es versuchen, mal zu erfassen richtig. Ja, ja. Und Elektrosmog, der schleichende Tod, ist es wirklich so gefährlich? Die Funkwellen oder die Strahlungen, die von den Geräten, von den auch schnurlosen Geräten gerade ausgehen, die dringen durch alles. Die dringen durch die Wände, durch die Häuser, die dringen natürlich auch durch unseren Körper. Und das sind Informationen, die unsere Zellen treffen. Mhm. Also die werden regelrecht bombardiert und verfälscht, weil sie die eigene Elektrizität im Körper stören und anders ausrichten. Mhm. Und das ist für eine kurze Weile eine Stresssituation. Dann kann der Körper, wenn er in den Wald geht oder sich in der Natur aufhält, wieder regenerieren, wäre alles gut. Das ist ja auch jahrelang so gelaufen. Aber unsere Belastung mit Funkwellen, mit Strom ist größer geworden. Mit WLAN zum Beispiel oder mein Handy oder mein schnurloses Telefon und so weiter, nicht? Und das ist immer mehr geworden. Und wir kommen als Körper nicht mehr in die Ruhe. Das ist interessant, weil ich ab und zu bei mir den körpereigenen Stress messe und mich manchmal wundere, wie hoch er ist. Und ich merke bei mir selber, dass wenn ich am Computer sitze und übersetze, ist der Stress deutlich höher, wobei ich sonst kaum elektrische Geräte bei mir anhabe. Mhm. Wie sind Sie darauf gekommen, Herr Morettoni? Was ist da die Genese? Was ist da der Hintergrund, dass Sie sich beide mit diesem Thema beschäftigen und dann auch was entwickelt haben, was da schützen kann? Das ist eine ganz lange Geschichte. Das ist natürlich eine Vorstufe. Ja. Man kommt nicht einfach auf so eine Idee, zumal unsere Produkte nicht technischer Natur sind, sondern spiritueller, kosmischer Natur. Und deshalb sage ich, es ist eine ganz große Vorgeschichte. Um überhaupt auf diese Idee zu kommen, muss der Mensch sich mal zuerst wandeln und in dieses Bewusstsein hineinbringen. Und wenn ich diesen ganzen Weg beschreiben würde, dann würden wir heute Abend noch hier sitzen. Aber das fing eigentlich vor 30 Jahren an. Ich kam nach Afrika, bin eigentlich geschäftlich runtergefahren. Und in welcher Branche waren Sie tätig? Ja, also ich wollte einfach nur Autos verkaufen. Gut. Da unten damals. Ja. Ich war unter Anführungszeichen ein Lebemensch, ganz von Spiritualität eigentlich gar keine Ahnung. Das heißt, Sie waren im Autoverkauf tätig mit Automobilen? Mit Automobilen und so weiter, genau. Und wo sind Sie nach Afrika hingekommen? Ich war in Togo, in Westafrika. Ja. Da war ich 12 Jahre. Ja, und wie gesagt, ich sollte eigentlich nur in Urlaub fahren. Und da habe ich dann damals dann meine damalige Frau, Afrikanerin, kennengelernt. Und ich war damals bei einer großen deutschen Firma Verkaufsleiter. Mhm. Und ich habe mich dann entschieden, nach Togo zu gehen. Aha. Und da habe ich mir gesagt, was tust du in Togo? Was werde ich da tun? Ja gut, in dem Beruf, den ich hatte, konnte man da unten nichts anfangen. Da habe ich gesagt, dann verkaufe ich Gebrauchtwagen. Aha. Und das ist dann eine Zeit lang gelaufen. Und dann kam ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Das sieht zwar nach nicht viel aus. Ich war dann mit meiner damaligen Freundin ins Kino. Und als ich aus dem Kino kam, kam ein behinderter, junger Bursche, kam auf seinen Krücken zu mir. Auf Französisch hat er mit mir gesprochen. Ne? Weil wir Luxemburger sprechen ja Französisch. Mhm.
Und da sagte er zu mir, er hat Hunger, ob ich ihm Geld geben kann und so weiter. Und dann habe ich ihm so 100 CFR-Franken gegeben. Ja. Damit kriegt man einen schönen Teller Reis auf der Straße. Ja. Und er war so glücklich und er ist weggelaufen. Und auf einmal hat sich mir mein Hals zugeschnürt. Und ich sagte zu meiner Freundin, damaligen Freundin, ich sagte, ich bin für etwas hier in, ich bin wegen etwas hierher gekommen, das ist nicht mein Autohandel, da ist was anderes. Hm. Und später habe ich dann, als ich mich weiterentwickelt habe, habe ich dann gemerkt, dass ich in Togo schon war, dass diese Frau auch meine Frau im vorherigen Leben war. Und das war auch die Frau, die als allererste, als ich nach Togo kam, über meinen Weg gelaufen ist. Mhm. Und nach 2-3 Monaten habe ich schon gemerkt, dass das so war. Ich hatte den Wassermangel, ich habe Brunnen gebaut, in den Schulen war keine Latrinen, ich habe Latrinen gebaut. Und auf einmal kam ich dann auf diesen Weg, ich habe diese Armut gesehen und das hat mich so mitgenommen. Mhm. Und so habe ich mich dann auch da unten spirituell dann weiterentwickelt. Zuerst in dem Kirchenglauben und dann ging es weiter über Reinkarnation. Und das ging so weit, dass ich die letzten 8 Jahre sogar schon eine Praxis hatte in Afrika. Als was? Als Heiler? Als Heiler. Ja, ich wurde so, die geistige Welt hat mich so entwickelt. Aber wie kam da der Sprung von dem, was Sie da so anschaulich und berührend von Togo erzählen, zu Elektrosmog? Viel später. Weil unten in Togo war wahrscheinlich Elektrosmog nicht das Thema. Nein, das ist auch hier erst seit 3 Jahren Thema geworden. Seit 3 Jahren? Ja, erst seit 3 Jahren. Ich habe mich dann weiterentwickelt. Ich habe dann Malaria bekommen. Ich musste nach Luxemburg, nach Europa zurückkommen. Und dann habe ich dann als Reinkarnationslehrer gearbeitet. Mhm. Das war alles drin. Das ist nur geweckt worden. Ja. Und ja, ich habe dann im spirituellen Bereich habe ich dann gearbeitet. Und das Ganze ging dann richtig weiter 2012, nach dem 21.12.2012. Mhm. Da ging es erst richtig los. Da habe ich dann diese Idee bekommen, ein Aufstiegsbuch zu schreiben, den Menschen zu helfen, in die Bewusstseinsstufe der 5. Dimension zu kommen. Mhm. Und gut, das hat nicht so richtig geklappt. Dann habe ich zu meinem geistigen Führer gesagt, er soll mir doch was geben, wo die Menschen direkt was spüren, geholfen bekommen. Und da ist dies entstanden. Am Anfang waren es nur einfach Fußfolien. Mhm. Aber wie kommt es, dass Sie gemerkt haben, Elektrosmog ist ein Thema? Sind Sie damals auch schon dabei gewesen, woanders? Nein, ich bin dazu gekommen, als das entstand. Ah ja, ja. Aber was war dann Ihr Eindruck, Frau Anders, als dann der Herr Moretoni an dem gearbeitet hat und Sie haben ein bisschen seine Hintergrund und Geschichte gekannt? Ja. Warum haben Sie Interesse an Elektrosmog gehabt? Sind Sie selber Leidende an Elektrosmog gewesen oder wie? Ja, ich war vorher selbstständig mit einem eigenen Thema und zwar für Nahrung und was uns die Nahrung sagt und gibt, also Informationen im Körper, da habe ich schon lange dran gearbeitet. Ah ja, also Informationen über im Körper, Informationen über Nahrung und richtig, wie das die Gesundheit fördert. Das war Ihr Thema. Und wie sind Sie zu Elektrosmog oder was war da der Anhaltspunkt für Sie? Ja, weil, wie gesagt, diese Wellen, diese Funkwellen und diese Störeinflüsse ja uns informieren. Also das ist, wenn ich Fernsehen schaue, einen Film schaue, muss ich mir auswählen, welchen Film ich da gucke oder welches Buch ich da lese oder wie lange ich telefoniere. Und da möchte ich doch in mir eine Ordnung behalten und gesund bleiben. Und wenn mich da ständig etwas stört, dann geht das nicht. Aha. Ja, und es war eigentlich war das auch die der sogenannte Nebeneffekt oder die Nebenwirkung, die wir dann auch erkannt haben. Es ist eigentlich so, dass ich schon ein paar Jahre vorher in Luxemburg die Vertretung von einer deutschen Firma hatte, die auch Elektrosmog-Produkte hergestellt hat. Und deshalb wurde ich hellhörig bei diesen Sachen. Und ich habe auch das war eine berufliche Tätigkeit, ja, die Sie da ausgeübt haben. Ja. Ganz genau. Und warum dann auf Elektrosmog? Also ich hatte diese Fußfolien dann entwickelt. Da haben wir sehr viele Erfahrungsberichte, das ist alles erwiesen, dass das wirksam ist. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte was haben, was ich der breiten Masse anbieten kann, damit jeder das bekommen kann. Und das hat dann funktioniert. Ich habe das abgefragt und mein geistiger Führer hat dann gesagt, ja,
Du kannst das dann mit Elektrosmog, Wasseradern machen, sodass das jetzt nicht nur schützt gegen Elektrosmog, aber diese Bewusstseinserweiterungsebene ist immer noch drin. Und das war ja mein Ziel, den Menschen zu helfen, in eine höhere Bewusstseinsstruktur zu kommen. Und ich sehe jetzt da einige Produkte, ich kann die natürlich gar nicht im Einzelnen erkennen, was es ist. Es sind Lichtharmonie-Schutzplättchen. Es ist gegen Handymasten, Satelliten, Radar und Mikrowellen zum Beispiel, aber auch geopathische Störfelder und Wasseradern. Sie haben gesagt, dass das kein technisches Produkt ist, sondern ein spirituelles Produkt. Woraus besteht es? Was machen Sie? Wie informieren Sie das? Beten Sie? Bitten Sie Ihren Geistführer um eine Schwingung, die er oder sie reingibt? Entschuldigung, wenn ich dumm frage, aber man kann sich es ja nicht ohne weiteres vorstellen. Also zuerst mal wäre es wichtig zu wissen, wir haben einmal schützen wir Handys, also uns die Handys, dann schützen wir Monitore, WLAN zum Beispiel. Wir wissen wissenschaftlich, dass der WLAN 450 menschliche Proteine zerstört, das wissen wir. So, WLAN zerstört 450 menschliche Proteine. Das wusste ich nicht. Ich sage danke für die Chance, mit Ihnen das Gespräch zu führen. Ich habe jetzt schon eine Erkenntnis gewinnt, das wusste ich nicht. Genau. So, und jetzt ist es so, dass wir verkaufen diese beiden Produkte hier. Die verkaufen wir zum Beispiel im Moment in Mecklenburg-Vorpommern, in Presseshops, in Handyläden, in Computerläden und begleiten das durch Fernsehwerbung. Oh Gott, das ist ja sehr teuer. Ja. Das muss gemacht werden. Die Leute, zumal da oben, haben nicht viel Ahnung noch davon. Ja. Man muss schon was tun. Man muss die Leute unterstützen. Ja. So, und dann. Und was sind das? Das sind kleine Aufkleber. Da sehe ich so eine Art Tee oder so eine Art Kreuz. Das ist dieses Kreuz, was Sie auch hier drauf sehen. Ja, dann will ich hier das mal. Dann mal im Großen. Genau, das nehme ich mal groß. Ich nehme das mal raus, damit es nicht so sehr. Spiegelt dann, nicht, dass ich jetzt Ihre Sache kaputt mache. Das ist nicht schlimm. Doch, wir wollen versuchen zu vermeiden. So. Jetzt schauen wir zu, und was hat es mit diesem Art von Kreuz denn auf sich? Dieses Kreuz, das ist natürlich das Wichtige, ne? Aber da sind 30 kleine Pyramiden drauf. Wenn Sie die genau zählen, das sind genau 30 kleine Pyramiden drauf. Ah ja, jetzt sehe ich es. Es war mir vorher nicht aufgefallen. Ja, und dieses Kreuz, wie Sie das nennen, mit diesen 30 Pyramiden ziehen diese kosmische Energie aus der sechsten Dimension an, die pure Liebe ist. Und das muss man so halten eigentlich? Oder? Nö, das ist nicht wichtig. Warum ich frage, ist, weil das dunkel ist und das ist hell. Nö, ist überhaupt nicht wichtig. Ist dieses Kreuz mit den Pyramiden, was wichtig ist. Das ist ganz wichtig. Genau. Das, hier sind eben vier Stück drauf. Ein großes durch die Mitte hätte auch gereicht. Ah ja. Das ist einfach dieser Effekt, diese Wirkung. Und das ist natürlich... Woher haben Sie das Wissen, die Eingebung, die Vision, das, wie ich es jetzt nenne, Kreuz, dass dieses Symbol mit diesen 36 Pyramiden überhaupt hilfreich und heilend sein kann? Das habe ich von meinem geistigen Führer bekommen. Und, dürfen Sie sagen, wollen Sie sagen, wer Ihr geistiger Führer ist? Aber gerne. Der höchste Christus. Aha, das heißt, Sie haben eine, wie Sie spüren, direkte Christusverbindung. Ganz genau, ja. Sind Sie, ich meine jetzt nicht im dogmatischen Sinne, sondern im positiven Sinne gläubig? Ja, ich bin ja Reinkarnationslehrer. Ich lehre ja die Menschen die Reinkarnation. Mhm. Also das sagt schon aus, dass da keine Dogmen sind. Ja. Ja, genau. Und wie hat sich das ergeben, dass Sie eine Beziehung zu Christus gespürt haben? Diese Änderung in Afrika. Ach, und inwieweit sind Sie davon betroffen, erfasst, inspiriert worden? Oder sagen Sie, ich will zwar gerne arbeiten daran, dass Menschen informiert werden und auch die Körperzellen richtig informiert werden, aber gleich mit Christus ist mir ein bisschen zu steil, wie wir in Österreich sagen, oder nicht? Ja, kommen Sie damit? Genau, ich komme ja aus einer Erziehung, die in dieser materiellen Welt passiert ist. Also mit Kirchenglauben war bei uns ja nicht... Ich weiß nicht, woher Sie kommen. Das ist die ehemalige DDR. Ah ja, Zeit. Okay, gut. Da bin ich groß geworden und da waren wir natürlich nicht mit dieser Kirche so sehr verbunden. Also bei uns zu Hause schon nicht. Und zumindest auch nicht mit dem Christentum an sich. Wir haben gemeint, es richtig zu machen. Wir waren der Meinung, es ist richtig. Ne? Genau. Und ich habe aber im Leben, es passiert ja dann doch einiges, wo man sich nicht wünscht,
gemerkt, das stimmt was nicht und es kann nicht alles sein. Und da wurde mir geholfen auf einer spirituellen Ebene. Und ich habe dann bei mir selber gefühlt, dass es mehr gibt als das, was wir sehen und was wir anfassen und das, was da als Materie vor uns liegt. Und dieses, was dahinter steckt, das wollte ich finden. Da war ich dann neugierig geworden, habe Seminare besucht, Workshops, habe viel auch Esoterisches gelesen und habe dann auch nicht an Christus gedacht, weil für mich war das mit der Kirche verbunden. Und das war nicht das, was ich wollte, weil das ist zu eng, auch zu, das kann nicht die Wahrheit sein, denn die haben keine Antworten. Und dann haben wir uns gefunden und er hat mir das erklärt. Er sagt, das ist so, wir haben da Gesetze, göttliche Gesetze oder Lebensgesetze, kosmische Gesetze, wie wollen wir sie nennen. Das sind die Regeln, die wirken, weil sie da sind, also nicht, weil wir sie machen. Und haben Sie denn aber dann auch eine persönliche Christus-Erfahrung, wie immer man das, oder wenn es vielleicht zu privat ist, dann antworten Sie halt nicht drauf, aber man denkt ja dann, haben Sie dann auch nicht nur vom Geistchen, vom Mentalen her, vom Verstehen und Erklären von Gesetzen, sondern haben Sie denn auch vom Herzen her oder von der Seele her gespürt, ja, dass Sie da eine Verbindung bekommen? Genau, diese Verbindung ist jetzt da, weil das hat es vollendet oder das hat es rund gemacht. Also man sollte vielleicht sagen, dass die Kerstin immer schon diesen spirituellen Kern hatte. Deshalb habe ich sie auch kennenlernen dürfen. Mhm. Und ich weiß auch heute von meinem geistigen Führer, dass wir zusammengeführt wurden. Sie war zum Beispiel, sie hatte viele Jahre, 9 Jahre, im Lex van Sommerens Traumreise-Ensemble mitgesungen. Ah ja. Das heißt also, schon bevor sie mich kannte, ich habe sie viel später kennengelernt, im letzten Jahr, wo sie da mitgemacht hat. Sie ist Sängerin, sie ist Komponistin, Gitarristin und alle geistigen Lieder, alle selbst komponiert. Ich weiß, sie redet nicht gerne darüber, ne? Aber das muss man einfach mal hervorheben. Doch, das darf man auch sagen. Ja, und das sollte man einfach mal hervorheben. Ja. Und das war eigentlich für mich nicht schwer. Sie hat einfach das, was ich gelehrt habe und das, was ich vorgelebt habe, hat sie einfach gemerkt, dass das Richtige war. Und so hat das dann auch zusammengepasst. Herr Moretone, ich will noch mal zurückgehen auf diese Sache und auch, Sie haben ja hier mir auch verschiedene Dinge mitgebracht, also Schutzsystem für Ihre Gesundheit, Lichtharmonie, Schutzsystem, dann Lichtharmonie, Handysticker, Lichtharmonie, Monitorsticker und so weiter. Das heißt, Sie haben eine ganze Fülle von sozusagen, wie Sie sagen, spirituellen Produkten entwickelt, nicht technischen Produkten, die schützen und helfen sollen. Haben Sie das intuitiv gespürt? Haben Sie, ich weiß nicht, ob es Ihnen die Faustina ein Begriff ist, die polnische Schwester, die Jesus-Erscheinung hatte, der ihr dann klipp und klar gesagt hatte, bitte lasse ein Bild malen, das ist dieses berühmte Bild, wo aus dem Herzen von Jesus diese Strahlen runtergehen. Da hat sie konkrete Anweisungen erhalten. Auch bei Hildegard von Bingen, bei manchen Mystikern und Mystikern gab. Wie war das bei Ihnen? War das inspirativ, intuitiv oder ist da eine direkte Durchgabe gekommen? Nein, es ist keine direkte Durchgabe gekommen. Also ich arbeite sehr viel, ich bin medizinischer Radiästhet. Ich arbeite viel über diesen Weg und Radiästhet, das sind Routengeher, das sind Pendler, nur so damit weiter. Die Menschen, die das Wort vielleicht zum ersten Mal hören. Und über diesen Weg hat es angefangen, eben mit Ja und Nein und so weiter. Und dann habe ich meine Fragen gestellt. Und ich meine, ich bin seit 30 Jahren auch im Heilerbereich tätig, mit Praxis in Frankreich, Afrika und verschiedenen Ländern. Ja. Jetzt nach der Rente nicht mehr so, jetzt... Wie sind Sie drauf gekommen, ich sage jetzt dieses Kreuz, auch wenn ich weiß nicht, wie Sie es nennen, dass überhaupt das die Form haben soll? Und wie sind Sie dazu gekommen, dass da auch jetzt überall so kleine Pyramiden drauf sein sollen? Ja, das ist eine Vorgabe, die habe ich allerdings gesehen. Und, als Vision sozusagen, oder vom dritten Auge oder geistigen Auge. So wie Sie es wollen, aber bis es dann Ja gesagt hat, das ist es, was dann gemacht wird, ne? Und wie gesagt, das ist eben auch ein bisschen meine spezielle
Gabe, die ich habe, da möchte ich auch nicht allzu viel davon preisgeben. Nein, kein Problem. Aber ich habe mich einfach jetzt gefragt, ist das ein Gebet oder ist es in der Meditation oder ist es eine Vision oder ist es so bei manchen, die channeln da, die hören eine geistige innere Stimme. Sie müssen da nicht weiter drüber sprechen. Doch, aber schon diese Intuition, wie Sie gesagt haben, ich möchte das, diese Inspiration, also die Intuition muss ja da sein, dann kommt die Inspiration. Und es ist eigentlich sehr wichtig, dass ich wusste, was ich gefragt habe, was ich möchte. Ja. Und daraufhin habe ich dann meine Antworten bekommen. Also ich bin kein Hellhöriger, der Stimmen hört. Gut. Ja, ich wollte das jetzt einfach mal fragen. Das heißt, Sie haben die Inspiration, dass Sie etwas suchen, was anderen Menschen das hilft. Das frage ich ab. Sie fragen nach Ihnen. Sie fragen ab auch möglicherweise mit Radiästhesie. Unter anderem, ja. Einfach wahrscheinlich auf mehreren Wegen. Ja, ganz so, wie fühlen Sie sich selber? Ja, was sagt Rote oder über Bände? Über die Fragen und dann die Meditation. Was für Rückmeldungen haben Sie denn? Die sehen ja sehr schlicht aus. Und normalerweise sind ja solche Sachen unglaublich teuer. Ich sehe jetzt gerade hier, ich weiß nicht, ob die Kamera das kann, weil das ganz klein ist. Vielleicht müssen wir das später mal getrennt aufnehmen. Ich muss das fast hier draufstellen. Sie haben hier hinten drauf Bilder von Dunkelfelduntersuchung. Ja. Das heißt wahrscheinlich vorher, nachher, nicht? Ja, richtig. Und was sind da die Ergebnisse gewesen? Frau Band, also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben diese Analysen haben wir in Berlin machen lassen, der Heilpraktikerin Frau Stefan, und die war selbst überrascht. Also meine Frau war der Proband selbst und 5 Minuten ungeschützt telefoniert. Genau, Ausgangstest, normale Situation, Telefongetest mit ungeschütztem Handy, Telefontest mit geschütztem Handy. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen konnte auf der Nahaufnahme. Ich kann jetzt sagen, weil ich mich mit Dunkelfeld ein bisschen auskenne, dort, wo ungeschütztes Handy ist, sind die fast zerrissen. Sie sind Geldrollen ähnlich. Sie sind fast zerrissen, sie sind ausgefranst und so weiter. Mhm. Während mit geschütztem Handy sind hier schöne, runde, freie, schwingende, das sind wahrscheinlich rote Blutkörperchen. Richtig. Nicht? Haben Sie weitere, außer Dunkelfeld, noch andere Rückmeldungen oder Feedback? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viele Leute, die sie getestet haben. Wir haben auch Ärzte, die sie getestet haben. Wir haben Therapeuten, die sie getestet haben. Und wie gesagt, die Wirkung, die ist einfach beeindruckend. Gibt es von den Ärzten, auch ohne dass wir jetzt die Namen der Ärzte jetzt nennen müssen, gibt es bei Ihnen von den Ärzten da Dokumentation drüber oder? Wir haben keine schriftlichen Dokumentationen. Wir haben aber die Bestätigungen von den Ärzten. Ah, also das beweist auch, dass sie sie bestellen. Ah ja, ach so. Dass sie bestellen. Gut. Ja. Also das heißt, dass wir da ein bisschen noch damit zu tun haben, dass Menschen etwas gut finden und feststellen, es ist gut, aber noch nicht unbedingt selber mit Friedrich Wilhelm dafür einstehen wollen. Also es ist, ich sage das nicht als Kritik, sondern als Beobachtung. Nein, überhaupt nicht. Wo wir sind. Es ist wichtig, dass Sie diese Frage stellen. Es ist so, am Anfang habe ich das ja einfach radiästhetisch getestet. Ja. Als ganz einfaches Beispiel, wir nehmen ein Handy, wir wissen, dass alles, was links drehend schädlich ist, wissen wir, und alles, was rechts drehend ist, ist aufbauend, positiv und so weiter. Und wenn Sie jetzt neutral den Pendel über, oder eine Route, egal wie, über das Handy halten, dann merken Sie, da fängt er sofort an, links zu drehen. Ah ja, okay. Da kann man in jedem Moment testen. Das binnen 30 Sekunden wirkt das. Und dann legen wir den Handysticker drauf und dann macht er eine Ellipse und geht dann auf rechts drehend. So, dasselbe kann man testen durch die Kinesiologie. Ich gebe auch Kinesiologiekurse, zum Beispiel, Armtest und Armtest, so weiter. Genau. Ganz genau kann man oder Haltetest so zum Beispiel, manchmal macht man es ja auch ganz so. Ganz genau. Ja. Mhm. Und da kann man es ganz einfach testen und wir haben aber gemerkt, dass viele Leute dachten, das wäre Hokuspokus. Ne? Ganz klar gesagt. Da sind wir so weit gegangen, da haben wir diese Bluttests machen lassen. Ja gut, weil bei den Dunkelfeldtests, das sind ja objektive Aufnahmen, ganz da kann man ja nicht umeinander fummeln. Ja. So, und jetzt hat natürlich, wir suchen noch immer weiter. Und das hier können wir jetzt eigentlich schon
daraufhin ein bisschen wissenschaftlich belegen. Ja. Und jetzt habe ich mit der Frau Linek eben mich unterhalten. Die hat noch ein anderes Verfahren im Dunkelfeldsystem und da werden wir uns mal treffen. Sie wird das dann auch noch machen. Und dann hätten wir auch jemand, der bekannt ist in diesem ja. Bereich, der uns das bestätigt. Sie haben, glaube ich, ungefähr fast ein Dutzend Produkte jetzt. Ja. Ungefähr. Und im Vorgespräch hatten Sie ja gesagt, Sie sind durchaus noch interessiert, dass Menschen sich an Sie wenden, die Ihre Produkte mit vertreiben, die auch darüber informieren. Ja. Zum Beispiel in Westdeutschland, in Süddeutschland, in Österreich, in der Schweiz. Da sollte man sich dann direkt an Sie wenden, oder? Ja. Also auf jeden Fall an uns wenden, damit wir dann auch weiterleiten können, wenn wir schon Vertreter in verschiedenen Ländern haben. Wenn nicht, dann werden die Leute halt von uns beliefert. Ich möchte noch etwas sagen. Und zwar, das ist sehr wichtig. Die Leute, die kommen, ja, das ist doch nur ein Aufkleber. Was soll denn da drauf sein? Und das ist manchmal ein Problem für den Menschen, das zu erklären. Oder sie kommen und sagen, nein, wir werden schon von Frequenzen, von allem manipuliert, das ist Manipulation. Und das ist interessant. Das eine ist also, was soll da schon dran sein? Das andere, man wird manipuliert. Was soll dran sein? Das könnte man ja auch bei der sogenannten Wundertätchen-Medaille fragen. Es gibt ja Marienanhänger. Mhm. Und da ich bin selber in die katholische Kirche eingetreten, was nicht heißt, dass ich alles glaube, ich bin kein Dogmatiker, mhm. bin aber da offen, in diesem Fall mehr für Maria als für Jesus, aber das kann ja offen sein. Das Interessante, die Erfahrung, die ich gemacht habe, da ist, die Menschen, die Wirkung von der Wundertätchen-Medaille spüren, denen ist es völlig egal, ob sie sich's einbilden, ob es Maria ist, ob es die Weihe oder der Segen oder das Weihwasser eines ordinierten Priesters war, das ist denen egal. Und die wollen das gar nicht diskutieren. Doch schon. Nein, bei Ihnen vielleicht anders. Ja, aber ja. Ist nicht eigentlich das Entscheidende, man probiert aus? Ja. Warum denken Menschen, dass man dadurch manipuliert wird? Das ist ja hochinteressant. Das würde ich sagen, das kann die Kerstin mir ganz kurz erklären. Und die macht das immer so schön. Wie erklärt sie das mit den Ebenen? Mit den Ebenen, ja. Wir haben ja das Wort Dimensionen öfter im Gebrauch, also in der Physik und in Lebensbereichen, auch in der Esoterik, im spirituellen Bereich, gibt es da eine ganz genaue Aufarbeitung des eigenen Bewusstseins. Also wir gehen ja in die einzelnen Bewusstseinsphasen durch unsere Entwicklung, durch unsere Erfahrung und durch unsere Entscheidung, es zu tun. Ja, und der Anfang ist zum Beispiel, dass ich in der Dimension 1 gar nichts habe. Das ist das Nichts, das ist die Leere, die Stille. Und das heißt, wenn ich jetzt von hier aus in der Meditation in diese Stille möchte, befinde ich mich in dieser ersten Dimension, wo Ruhe ist. Mhm. Und wenn ich dann aus dieser Dimension eine Bewegung ausführe, in das Ich, ich bin, dann ist das schon die zweite Dimension. Dann haben wir einen Abstand, eine Bewegung, eine Äußerung, eine Existenz. Ja? Also es gibt ganz viele Worte dafür. Es geht um diesen Zustand. Und jetzt bin ich ja nicht allein. Es sind ja viele aus dem Nichts. Mhm. Also du. Genau. Ihr seid da. Ich bin nicht alleine. Also gibt es auch eine dritte Dimension. Und jetzt muss ich austauschen, jetzt muss ich mit dem anderen, du, mich irgendwie austauschen, kommunizieren, also nach außen kommunizieren. Aber ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Welt. Ich rede also meine Sprache. Du redest deine Sprache. Und die Tiere reden ihre Sprache. In der vierten Dimension ist das alles sehr verwirrend. Und es ist Angst da, weil ich kenne dich nicht. Ich spüre, da ist etwas Fremdes. Und vor allen Dingen, es ist nicht alles für mich. Da bist du, du hast auch was. Und das, was du hast, kann ich nicht haben. Oder ich will es vielleicht haben. Mhm. Und dann gibt es diese Kampf ums Überleben-Prinzipien. Mhm. Und da kommen ganz viele Theorien hervor. Nur einer darf überleben oder die anderen müssen mir dienen oder alles solche Sachen. Wo man dann sagt, okay, das ist nur noch Kampf und es verwirrt. Und aus diesem Prozess gehen wir jetzt in die fünfte Dimension. Ja. Und das ist der Schritt, den viele schon tun. Es gibt ja nicht nur die Ebene an sich, sondern die vermischen sich ja auch. Ne?
in den Frieden, in die, ich gehe in mich hinein, ich gehe in die Kommunikation nach innen, den inneren Weg oder wie will ich das beschreiben, in die Mitte des Herzens. Ich komme wieder bei mir an. Und dort geht es wieder im Prinzip zurück in die Stille, in diese Wahrheit, wo ich hergekommen bin und wo ich spüre, da bist du auch hergekommen. Und da können wir uns verstehen. Da wissen wir, dass wir eins sind. Deswegen, es kann nur einen geben. Wir sind eins. Weil wir aus diesem einen gekommen sind, in die Vielfalt, in die Fülle, die am Anfang eigentlich wie Mangel interpretiert wird, obwohl sie Fülle ist. Und das erfahre ich aber erst in der fünften Dimension, in dem ich Frieden schließen kann. Ich muss trotzdem noch mal zurückkommen zu der Ausgangsfrage. Mhm. Wie kann es sein, dass manche Menschen das dann als Manipulation... Ja, da kommt jetzt die nächste Dimension. Genau. Es kommt noch ein Schritt dazu. Aha, nachdem ich muss geduldiger werden. Ja, ich versuche es kürzer. Ich kann mich selber an die Nase fassen, lieber Morton. Macht gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand von uns schon perfekt ist. Ja, sehr gut, genau. Also bitte. Ja, der Weg ist ja wichtig. Also wir müssen alle Schritte gehen. Wir können nicht einfach sagen, dass nichts und plötzlich ist die Liebe da. Wir brauchen diese Entwicklung, weil die Qualität dieser sechsten Dimension, es geht ja noch weiter, aber die sechste Dimension ist dann dieses, wo alle sagen, bedingungslose Liebe, kosmische Liebe, die universelle Liebe, dass es wirklich, das kann man kaum beschreiben, das ist ein Gefühl, und ein Vertrauen und ein einfach nur Sein. Wir sind. Und da kann niemand dem anderen mehr schaden. Es gibt keinen Gedanken zum eigenen Vorteil. Den gibt es da nicht mehr. Das ist für jemanden in der vierten Dimension schwer zu verstehen, weil er diesen Schritt schaffen muss in die Fülle. In diesen, wenn wir uns ergänzen, sind wir reich, weil jeder was anderes ist. Das führt ja zurück auf das Ursprungsbeispiel, was Sie aus Togo gebracht haben. Genau genommen waren Sie ja dankbar, dass der kleine Junge Sie überhaupt um was gebeten hat. Auf jeden Fall. Weil ja dadurch Sie Anführungszeichen viel mehr Vorteil hatten, in Anführungszeichen. Ja, ja. Weil Sie dadurch die Herzöffnung gespürt haben und Sie dadurch auf den Weg Ihrer persönlichen Bestimmung geführt worden. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen ans Ende unseres Gespräches. Gibt es ein, zwei Punkte, die Ihnen noch wichtig sind, die Sie jetzt noch gerne unseren Zusehern mit auf den Weg geben? Ja, also ich würde noch gerne hinzufügen, dass wir zum Beispiel in fast allen Lebensmittelmärkten Frischobst, Gemüse und so weiter gemessen haben. Und dass alle diese Früchte, alle diese Lebensmittel, Frischfleisch, dass die alle hoch verstrahlt sind, elektromagnetisch verstrahlt sind. Und wir haben eine Lebensmittelfolie, wo man diese Produkte, das haben wir gestern noch in einem Workshop in Wittenberg gemacht, bewiesen, dass binnen einer Minute zum Beispiel mit dieser Lebensmittelfolie, zum Beispiel binnen einer Minute das ganze Obst, das ganze Gemüse sauber ist. Darf ich das mal in die Hand nehmen? Darf ich das da rausnehmen? Ja, weil, gern. Und zwar nur deswegen, damit es nicht zu sehr spiegelt, wenn wir es zeigen. Ja. Das heißt, Sie haben also auch etwas entwickelt, na, da ist mir was runtergefallen. Sie haben also auch etwas entwickelt, was darauf abzielt, dass Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, oder auch Getränke, sozusagen entstrahlt werden. Mhm. Auf jeden Fall. Binnen einer Minute, schon binnen 30 Sekunden. Ah ja. Ja, genau. Und wir haben alle die großen Märkte haben wir auch angeschrieben und ihnen das Problem erklärt, aber das sieht nicht so gut aus. Nein, nein, das ist ja klar, das ist ja auch zu schwierig und dann soll es auch was kosten, was ja normal ist, denn auch Sie haben ja Kosten und müssen da schauen, wie es da weitergeht. Also das ist sehr spannend. Gibt es sonst noch etwas, was Sie unseren Zusehern auf den Weg geben wollen? Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen uns, wir haben diese Produkte hier entwickelt, erstens mal, um den Menschen zu helfen, gesund zu bleiben, gesund zu werden, als Heiler über 30 Jahre weiß ich, wovon ich rede, welche Probleme die Menschen haben. Und wir haben das so entwickelt, dass sich jede Geld, Geld,
jeder Geldbeutel sich das leisten kann. Darum geht es. Ich kenne so viele Produkte, die wir auch getestet haben. Ich will auch nicht negativ gegen die reden. Ja. Wir haben gestern noch eine Dame, die jetzt Händlerin von uns gestern geworden ist, bei Euronics hat man Produkte angeboten, die sind nicht von Euronics, aber die sind dort angeboten worden, 400, 500, 800 Euro. Und wenn man dann bedenkt, dass das Günstigste, was ich auf dem Markt zum Beispiel als Handysticker gefunden habe, sind 57 Euro. Und dann verkaufen wir zwei Stück für 9,90 Euro. Das heißt also, es geht hier nicht um Millionär zu werden, es geht um den Menschen zu helfen. Sehr gut, das ist ein ganz guter Hinweis noch am Schluss, dass man auch sieht, dass es erschwinglich ist. Ich würde meinen, man sollte das ausprobieren. Der finanzielle Aufwand ist ja dann nicht hoch und dann kann man schauen, funktioniert das für mich oder nicht? Ganz richtig. Liebe Frau Anders, lieber Herr Moretoni, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Sie haben eingeblendet gesehen die Webseite von Leitharmonie, Lichtharmonie. Wenn Sie sich für die Produkte interessieren, gehen Sie auf die Webseite. Wenn Sie Interesse haben, vielleicht Händlerin, Händler zu werden und mit den beiden sympathischen Menschen zusammenzuarbeiten, melden Sie sich dort. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Segen und viel Gutes für Ihre Gesundheit.